Way away into the darkest parts of me. I need a change, just be replayed. I thought love was a lost art till you showed me some sanctuary. Now I never wanna let you go. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Video, was ich schon mega lange nicht mehr gedreht habe. Und zwar ein Talk Ready With Me, weil mich mega viele immer fragen, wie ich mich immer schminke, beziehungsweise wie dieser Look mit dem Lidschatten passiert, was ich da so mache, passiert. Auf jeden Fall werde ich euch das heute zeigen und ein paar Fragen von euch beantworten, einfach mal wieder ein bisschen quatschen. Ich sag's vorab, ich bin überhaupt kein Schminkprofi, ich kann das gar nicht. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch wirklich so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und würde sagen, wir legen los. Ich habe bis jetzt schon Concealer auf meiner Haut, weil ich vorhin in dem Zimmer meiner Mutter gefilmt habe, aber das Licht war da so schlecht, dass ich dann gedacht habe, okay, nein, ich kann da nicht filmen, ich muss in diesem Zimmer hier filmen, aber meine Schwester hat hier gelernt, deswegen kann ich erst jetzt hier filmen, also habe ich schon mal Concealer, nur damit ihr das wisst. Genau, that's that. Wo ist jetzt mein Handy? Ich möchte Fragen beantworten. Okay. Das hat sehr gut geklappt. Props, Samira, Props an dich. Das erste Thema, beziehungsweise die erste Frage war, würdest du ungeschminkt in die Uni gehen? Ich gehe sehr, sehr oft ungeschminkt einkaufen. Ich wurde auch schon mal von einer Zuschauerin angesprochen, als ich ungeschminkt und ungepflegt und alles einkaufen war. Deswegen habe ich auf jeden Fall nicht so ein krasses Problem damit, ungeschminkt rumzulaufen. Aber ich glaube, in die Uni würde ich trotzdem nicht ungeschminkt gehen. Für mich gehört das halt einfach so zu meiner Routine, dass ich mich vor der Uni schminke, einfach um so ready für den Tag zu sein und irgendwie auch so, wenn ich mich in normale Klamotten oder halt wenn ich mich umziehe und mich schminke, dann habe ich das Gefühl so, jetzt bin ich ready für den Tag. Und wenn ich ungeschminkt gehen würde, würde ich immer so dieses Gefühl haben, keine Ahnung, in diesem Chiller-Modus noch sein, wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde ich, glaube ich, nicht unbedingt ungeschminkt... Alter, diese Augenbraue sieht gerade so krank aus. Deswegen würde ich, glaube ich, nicht unbedingt ungeschminkt in die Uni gehen, aber einkaufen und so definitiv, also... Ja. Dann kam noch eine Frage, die ich mega interessant fand, und zwar, würdest du dir manchmal wünschen, weniger zu wiegen bzw. abzunehmen? Also sie hat auch noch geschrieben, ich bin dünn und ich muss das nicht, aber ob es nicht trotzdem manchmal so ist... Und da muss ich sagen, ich würde nicht unbedingt gerne abnehmen wollen, einfach weil ich weiß, dass ich schon sehr, sehr dünn bin. Aber ich würde einfach gerne so ein bisschen straffer und ein bisschen definierter sein. So, wisst ihr, was ich meine? Also abnehmen würde ich persönlich einfach nicht wollen. Mir unterstellen immer ganz, ganz viele von euch, dass ich ja eine Essstörung habe. Aber ihr versteht nicht, dass ich einfach nicht so viel auf einmal essen kann, aber dafür mehrmals am Tag esse. Boah, diese Augenbrauen, ne, die triggern mich richtig, weil das so krass gerade aussieht. Auf jeden Fall, ja, schreiben mir da immer ganz, ganz viele, dass ich doch eine Essstörung habe und so. Aber ich kann halt nicht so viel auf einmal essen, aber ich snacke so viel am Tag. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Ich finde, das ist auch gar kein witziges Thema, worüber man einfach so leichtfertig zu einer Person sagen kann. So, es wirkt, als hättest du eine Essstörung. Boah, diese Augenbrauen, ne, Leute? Auf jeden Fall finde ich, ist das eigentlich so gar kein Thema, mit dem man so leichtfertig umgehen sollte, dass man das einfach irgendwelchen Leuten schreibt, so du hast eine Essstörung, obwohl man die Person gar nicht kennt und die Geschichte der Person nicht kennt und eigentlich so, ne, gar keine Ahnung davon hat. Also, ich habe definitiv keine Essstörung, ich liebe Essen und ich würde mir nicht wünschen, dünner zu sein. Ich würde mir einfach nur wünschen, definierter zu sein. Als nächstes mache ich jetzt den Lidschatten. Da mache ich wirklich, also ich benutze, was ist das? Ich benutze die Naked... Das ist die Naked 1, kann das sein? Die habe ich auf jeden Fall von Sabrina geklaut. Die benutze ich immer für diesen Look. Und dann einfach immer irgendwelche Pinsel. Also ich benutze jetzt erstmal, manchmal mache ich auch eine Eyeshadow Base drauf, aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen zu faul für, muss ich sagen. Also meistens mache ich es schon drauf, wenn es einfach wirklich den ganzen Tag halten soll. Da benutze ich die von Urban Decay, die kann ich mega empfehlen. Und jetzt mache ich einfach erstmal die Farbe Sin und Virgin auf mein ganzes Lid. Eine weitere Frage, die ich bekommen habe, war, wie bist du mit Pure Lay in Kontakt gekommen und sind die Produkte wirklich so gut, wie du immer sagst? Also,
Ich glaube, das ist eine mega interessante Frage, weil ich mich das früher, als ich noch kein YouTube gemacht habe, beziehungsweise noch keine Kooperation und so bekommen habe, immer gefragt habe, wie das so abläuft und wie das wohl so ist. Deswegen finde ich, ist das eine mega interessante Frage. Ich gebe jetzt übrigens die Farbe Sidecar auch nochmal so ein bisschen auf mein Lid, aber nicht ganz so bis nach vorne, eher so drei Viertel. Ich kann das wirklich gar nicht. Auf jeden Fall. Haben sie mich angeschrieben, ob ich Lust habe, eine Kooperation mit ihnen zu machen und die Produkte einfach mal auszutesten, den Schmuck auszutesten. Und ich habe damals Pearlay schon mega geliebt und fand den Schmuck total schön. Deswegen habe ich natürlich ja gesagt. Und dann war ich ja auf einem Event von Pearlay. Das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen. Das war mein erstes Event und da habe ich die ganzen Mitarbeiter von Pearlay und die Geschäftsführerin und so kennengelernt. Und wirklich, das ist kein Spaß, wenn ich das sage. Diese Leute sind so extrem nett. Ich hatte das Gefühl, das sind Freundinnen von mir und nicht irgendwie, wisst ihr? Also das war so gar keine Distanz. Ich fand die alle so extrem nett. Das ganze Team ist super nett. Ich kann mich immer bei denen melden, wenn irgendwas ist. Und also wirklich eine super tolle Atmosphäre. Deswegen liebe ich es auch so, mit Pearlay zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, dass ihr mir immer schreibt, dass ihr euch so über die Codes freut. Oder ich bekomme täglich Nachrichten: Hey Samira, hast du einen weiteren Code? Und die Produkte sind wirklich so gut, wie ich sage oder wie jeder sagt. Zum Beispiel diese Herzkette hier, die habe ich von Pearlay zum Valentinstag bekommen. Und die finde ich so, so schön. Ich trage die seitdem wirklich jeden Tag. Das seht ihr auch immer in meinen Videos. Und ich ziehe die wirklich nie aus. Also auch nicht zum Duschen oder sonst was. Ich bin sogar schon mit den Uhren von Pearlay duschen gegangen. Also die verlieren ihre Farbe nicht. Die färben nicht ab. Bei mir lösen sie keine irgendwelche Reaktionen aus. Es hat einfach eine mega, mega gute Qualität. Und genau deswegen kooperiere ich wirklich so gerne mit Pearlay. Einfach weil ich zu 101% überzeugt von dieser Marke bin. Ich trage wirklich immer deren Schmuck. Zum Beispiel heute habe ich auch wieder die Uhr an und dieses Charm-Ding auf der Seite dann auch noch ein bisschen was. Die Ohrringe sind auch von Pearlay. Also alles immer, wenn ihr mich nach meinem Schmuck fragt, ist eigentlich immer von Pearlay. Es gibt eigentlich von allen Schmucksachen immer Rose Gold, Gold und Silber zur Auswahl. Also da kann wirklich jeder was finden und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch Schmuck kauft, dann kauft euch den Schmuck, weil der lange hält, weil der super schön ist und nicht an Qualität verliert. Ich habe heute auch mal wieder einen Code für euch, weil mich so, so viele immer von euch fragen, ob ich mal wieder einen Code habe. Deswegen, ich werde ihn euch hier hinschreiben. Mit dem Code spart ihr mal wieder ein bisschen was. Warum sieht man hier mein Ohr? Das sieht richtig schrecklich aus. Ich freue mich wirklich mega. Ich werde auch, wenn ich nicht mehr mit Pearlay kooperiere, deren Schmuck noch von meinem eigenen Geld kaufen, weil ich so überzeugt bin. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Kooperation, die mir so viel Spaß gemacht hat und bei der ich so begeistert war. Ich würde am liebsten selber dort arbeiten. Also wenn ihr eine Mitarbeiterin braucht, ich bin zur Stelle. Jetzt gehe ich immer noch mit dem gleichen Pinsel in die Farbe Hustle und Dark Horse. Nur so ein bisschen rein, weil die sind auch noch schimmernd. Und gebe das nochmal aufs äußere Drittel. Keine Ahnung, ob das überhaupt so heißt. Aber da gebe ich das jetzt nochmal hin. Und ihr könnt vielleicht schon erkennen, dass das einfach nicht so krass ordentlich bei mir ist. Ich verblende das aber nachher noch. Deswegen ist das in Ordnung. Ich nehme jetzt einfach von zu Eva meinen Blendepinsel und blende, was das Zeug hält. Also ich blende da wirklich sehr, sehr, sehr lange, damit es schön aussieht, smooth aussieht, nicht so arg dunkel, weil ich trage das Make-up meistens tagsüber und dann möchte ich einfach nicht, dass es so zu dunkel ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich feiern gehe, will ich jetzt noch mit einem dunkleren Ton drüber gehen und wirklich am äußeren Rand einfach noch ein bisschen dunkler machen. Aber da das ein Tages-Make-up wird und ich nicht zu krass geschminkt sein möchte, mache ich das jetzt so. Jetzt ziehe ich mir noch meinen Alana-Strich. Ich mache da mittlerweile immer hier hinten so einen kleinen Wing. Meine Augen sehen nie gleich aus, wenn ich das mache. Aber ich kann es halt nur so. Deswegen ziehe ich den einfach immer irgendwie. Das ist mir echt gar nicht so wichtig. Vor allem, weil wenn Wimperntusche drüber ist, finde ich, sieht man das gar nicht mehr so arg. Und deswegen mache ich das einfach immer so, wie es eben gerade läuft. Ich mache dann einfach so und mache so einen kleinen Wing, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, und verbinde den dann nochmal schön. Der sieht auch jeden Tag bei mir anders aus, aber ich finde den Wing einfach, also ich finde es mit Wing einfach mittlerweile schöner. Früher habe ich das nie gemacht, aber mittlerweile mache ich das wirklich immer.
So, jetzt kann ich wieder mit euch reden. Ich benutze jetzt noch meine Wimpernzange und meine Wimperntusche. Mich haben mega viele, oder das fragen mich immer mega, mega viele, wie ich mit Eifersucht umgehe, wie man mit Eifersucht umgehen sollte und, und. Also erstmal finde ich, ist Eifersucht ja irgendwo auch was Schönes, auch für deinen Partner, auch wenn du eifersüchtig bist, weil das zeigt dir und deinem Partner im Endeffekt nur, dass dir die Person so wichtig ist, dass du halt Angst hast, sie zu verlieren. Krankhafte Eifersucht ist dann schon wieder ein Problem, einfach weil das zeigt, dass du anscheinend nicht überzeugt von dir selber bist oder davon, dass deine Liebe deinem Partner reicht. Weißt du, was ich meine? Also so eine gesunde Eifersucht braucht meiner Meinung nach jede Beziehung und sollte man auch haben, einfach damit der Partner immer wieder das Gefühl hat, okay, ich bin der anderen Person wichtig und es juckt die Person, mit wem ich was mache und so, aber zum Beispiel so krankhafte Eifersucht, dass man keine weiblichen, also dass dein Freund keine weiblichen Freundinnen haben darf und so weiter, das ist nicht der richtige Weg. Also da werdet ihr beide unglücklich davon und dadurch entsteht auch nur Streit. Ich kenne das Gefühl selber, dass man auch manchmal eifersüchtig ist, wenn es überhaupt nicht nötig ist. Wisst ihr, was ich meine? Also so, keine Ahnung. Das sind Phasen, meistens wahrscheinlich auch irgendwie zyklusabhängig, wo ich dann eifersüchtig bin, obwohl ich mir so denke, das ist so unnötig gerade. Und dann versuche ich es, also allgemein ist mein Tipp, versucht Eifersucht zu unterdrücken und nicht zu krass auszuleben. Also lasst nicht zu krasses Kopfkino dann zu, weil ich weiß, wie das ist. Dann hat man plötzlich die krassesten Vorstellungen, was da jetzt ist und was passieren könnte und was ist aber, wenn das und das jetzt passiert. Es ist unlogisch. Es ist einfach nur unlogisch, dass das passiert. Deswegen steigert euch nicht in solche Gedanken zu sehr rein, weil das einfach alles kaputt macht. Und je öfter ihr versucht, diese Eifersucht zu verdrängen, das ist zumindest bei mir so gewesen, oder einfach zu ignorieren und zu denken, es ist so dumm, gerade eifersüchtig zu sein, mein Freund liebt mich und würde niemals irgendwie was machen oder sonst was, je öfter man das irgendwie verdrängt bzw. einfach nicht zulässt, desto seltener wird man eifersüchtig. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. So, jetzt weiß ich irgendwie nicht, wie ich meine Wimpern tuschen soll. Also das kann ich euch einfach als Tipp mitgeben oder versucht mal rauszufinden, warum ihr immer so eifersüchtig seid, wenn es Dinge sind, keine Ahnung, dass euer Freund halt sehr, sehr viel mit einem Mädchen macht oder so, dann könnt ihr ja mal sagen, so, hey, keine Ahnung, ich fühle mich dabei irgendwie nicht so wohl, können wir mal darüber reden, aber fangt nicht wegen jeder Kleinigkeit Streit an. Das ist für euren Freund nicht cool, das ist für euch selber nicht cool. Und stoppt einfach das Kopfkino. Ihr macht euch die meisten Gedanken wirklich nur in eurem Kopf. Die existieren nicht, die würden niemals so passieren. Aber Mädchen sind irgendwie so Tagträumer, dass dann plötzlich die schlimmsten Gedanken in eurem Kopf sind. Ich mache übrigens jetzt auch noch Wimperntusche unten drauf. Klar, eine gesunde Eifersucht ist immer schön. Das ist auch, glaube ich, für euren Partner schön, aber keine Ahnung. Im Endeffekt müsst ihr euch immer vor Augen halten, die Person ist mit mir zusammen und mit niemand anderem. Und das hat auch seinen Grund und das ist auch gewollt so. Und deswegen, ich glaube, Mädchen machen sich da oft Gedanken, die einfach mega unnötig sind. Also ich habe auch allgemein das Gefühl, dass Mädchen eifersüchtiger sind als Männer. Aber das soll angeblich auch an der Pille liegen. Also falls ihr die Pille nehmt, das kann auch vielleicht ein Zeichen sein, dass ihr deswegen so eifersüchtig seid. Also im Alltag benutze ich eigentlich nie Highlighter, einfach weil, keine Ahnung, ich finde, das ist dann zu viel. Ich schminke mich so schon voll stark. Also normalerweise mittlerweile mache ich eigentlich nie Lidschatten drauf. Nur manchmal, wenn ich es fühle. Aber ja, und ich mache übrigens auch immer ein bisschen Blush auf meine Nase, weil ich das bei einer Amerikanerin gesehen habe und das irgendwie süß fand. Und deswegen mache ich das mittlerweile auch immer. So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon mit meinem Make-up-Look. Ich habe das Gefühl, ich habe mega um den heißen Brei herum geredet und im Endeffekt gar nicht viele Themen angesprochen. Ich kann auch mal wieder einfach so ein Laber-Video machen, falls ihr da Interesse habt. Ich werde euch, wie gesagt, alle Produkte in die Infobox schreiben. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Themen, vor allem auch zu Eifersucht, weil ich glaube, das kann einigen Mädels helfen, wenn man da auch noch so ein bisschen eine andere Meinung in den Kommentaren liest oder allgemein einfach Meinungen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt, wie gesagt, den Pure Lay-Code, falls ihr euch was bestellen wollt. Und dann würde ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!